Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete auch Beratungen an, auch schriftlich, auch telefonisch, auch über Skype und auch über Videoaufnahmen. Diese Videoaufnahmen sind selbstverständlich anonym. Diese Aufnahme ist auch eine Videoberatung, ein Geburtstagshoroskop-Analyse. Aber erstmal erkläre ich, was das bedeutet, und ich erwähne auch mein Honorar. Unserem Schicksal ist im Sternen geschrieben. Wie die Sternen stehen über uns in diesem Moment, wo wir geboren sind. Die erste Atemzug. Und das ist der Sternenhimmel über uns in diesem Moment. Und da ist unserem Schicksal beschrieben. Die ideale Lebensweg. Ich nenne das als goldenen Weg. Die Frage ist nun, befinden wir uns wirklich in diesem goldenen Weg? Oder machen wir Umwege? Oder sind wir sogar in einer Sackgasse und suchen wir einen Ausweg? Genau das machen wir auch oft. Der liebe Gott zwingt uns nicht in diesem goldenen Weg zu gehen, sondern der liebe Gott ist großzügig und gibt uns die absolute Freiheit. Der Planet Saturn korrigiert das immer wieder, zum Glück. Aber wir handeln selbst, weil wir frei sind. Und wir treffen frei unsere Entscheidungen. Dieser ideale Lebensweg zum Kennen hilft auch zum Selbsterkenntnis, hilft bei Entscheidungen und man weiß, wohin dieser Weg führt. Und auch die Zeitqualität. Also es ist klug, dieser Plan, diesen göttlichen Plan zu kennen. Und das ist die Geburtshoroskop. Aber nicht nur der Geburtshoroskop steht das geschrieben, sondern unsere Seele kennt dieses Geheimnis. Und es ist klug, an unserem inneren Stimme hören, dass wir einen Zugang haben zu unserer Intuition. Wenn wir das nicht hören wollen und wir sind in einem falschen Weg, das kann sogar passieren, dass unsere Seele klopft an und vermittelt etwas über Träume. In einen unbewussten Zustand, wenn wir schlafen, in einen Tiefschlaf, spricht die Seele zu uns. Das ist eine Bildersprache. Und wenn wir da auch nichts hören und wir sind immer noch im Umwegen und Sackgassen, dann kommt eine Krankheit. Und da kann man auch lesen. Aber wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Krankheiten, sondern wir beschäftigen uns in diesem Plan. Mein Honorar beträgt für eine Geburtstagshoroskop-Analyse 250 Euro und ich biete auch Ratenzahlung an. Es ist auch viel Arbeit, weil ich muss das auch vorbereiten. Und ab jetzt möchte ich noch ein Geschenk geben für jede, wo ein Geburtstagshoroskop-Analyse bestellt. Und das sind die drei Schutzengel. Das hängt auch zusammen mit unserem Geburt. Und das kann man auch berechnen, welche Schutzengel ist zuständig in unserem Lebensweg.
Wir Menschen bekommen in unserem Geburt drei Schutzengel und die begleiten uns bis zu unserem Lebensende. Die eine ist zuständig für Körper und Materie, die zweite Engel ist zuständig für die Seele, für die Gefühle und die dritte Engel ist zuständig für Geist, für Spiritualität. Und bei dieser Aufnahme werde ich auch für meine Klientin vermitteln, die drei Schutzengel. Das ist ein Geschenk. Und diese Aufnahme ist für Sophia. Liebe Sophia, ich hoffe, ich darf mir erlauben, du zu sagen, ich tue mich etwas leichter. Ich möchte mich erstmal bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken auch für deine Treue und auch für diesen Auftrag. Du bist in Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Dein Aszendent ist auch Steinbock und dein Mond, was den seelischen Bereich zeigt, befindet sich im Grenzbereich zwischen Wassermann und Tierkreiszeichen Fischen. Und jetzt beginne ich dein Horoskop zum Deuten. Das Leben ist in ständigen Bewegung. Und so machen wir auch Schritte. Das sind die Lebensschritte. Und immer nach 7 Jahren bekommt eine neue Phase. Das sind die 7-Jahren-Perioden. Die Lebensschritte beginnen wir in unserem Geburt. Und im 7. Jahr kommt die erste, beendet sich die erste Phase und dann im 14. Lebensjahr ändert sich die zweite Phase und so weiter. In 7 Jahren Schritte. Dein Geburtsmoment symbolisiert die Aszendent. Das heißt, in dem Moment, wo du geboren bist, in diesem Augenblick, wo du die erste Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang, die Licht erblickt, so wie du auch die Licht erblickt hast, beziehungsweise das war die erste Atemzug. Und dieser Tierkreiszeichen Steinbock hat dich begrüßt, dir ein Kostüm gegeben in diesem Lebensbühne. Und damit hat begonnen dein Leben und hast deine Schritte gemacht. Weil das Leben bleibt nicht stehen und du bist auch nicht stehen geblieben. Und jetzt schauen wir an, wo befindest du im Augenblick? Du befindest dich auf einem Boden der Jungfrau. Das heißt, du bist nicht in Tierkreiszeichen Jungfrau geboren, aber die Lebensumstände sind gerade so, dass du damit begegnest. In diesem Boden befindest du dich gerade. Und es zeigt auch momentan deine Bedürfnisse, etwas in Ordnung zu bringen. Interessant ist, deine karmische Lernaufgabe steht auch im Jungfrau. Aber darüber erzähle ich noch später. Das heißt, du möchtest vieles in dein Leben in Ordnung bringen. Und du hast diese Verlangen gerade nach Ordnung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zu Erdeelement. Und Erdeelement vermittelt Materie, Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, natürlich wirkt es zur Zeit auch, weil das, was du jetzt gerade verwirklichst, die Sicherheit, Stabilität, auch die Ordnung und du sortierst die Spreu von Weizen in allen Lebensbereichen, auch bei zwischenmenschlichen Kontakten, auch bei Aufgaben, also du konzentrierst gerade auf die Wesentliche. Also in diesem Bereich, in dieser Phase, in dieser Lebensphase befindest du dich gerade.
Das dauert noch so 3, 3,5 Jahre und dann verlässt du diese Phase und übergehst dann in eine neue Lebensphase und das wird die Tierkreiszeichen Waage sein. Jetzt schauen wir den Moment an, wo du geboren bist. Wie ich schon sagte, die Tierkreiszeichen Steinbock ist im Osthorizont aufgestiegen. Und du bist auch dem Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Du hast ein Kostüm bekommen in diesem Moment. Das ist eine Ausstrahlung. So bist du bei den Menschen wahrgenommen. Und das ist in Einklang mit deinem Wesen. Weil du bist auch in Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Also du vermittelst es. Das passt genau zu deiner Natur. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben sehr viel positive Eigenschaften, sehr viel Stärke und die zeigen auch Stärke im Leben. Sie haben Ziele, sie erreichen auch die Ziele. Die stehen auch mal bei Herausforderungen, aber die bewältigen das auch. Sie wissen, dass das Leben ist kein Zuckerschlecken, manchmal sind diese Weg etwas steinig, aber sie haben keine Angst davon. Und das ist die Stärke, die Steinbock-Geborenen und auch die Bedürfnis nach Struktur, nach Sicherheit, nach Stabilität. Die Steinbock-Geborenen sind sehr ernsthaft. Und du vermittelst das auch, weil das ist auch dein Aszendent, auch deine Ausstrahlung. Also so bist du auch wahrgenommen. Vielleicht ein bisschen konservativ, aber sehr ernsthaft. Das heißt, wenn du etwas sagst, das sitzt. Da ist die Vertrauen da. Auf dich kann man vertrauen. Die Schattenseite, die Steinbock, ist die Neigung, das Leben zu ernst zu nehmen. Wo sie dann neigen dazu, das ist so bitter. Dann fehlt eine gewisse Leichtigkeit. Mal das Leben mit Humor zu nehmen, das Leben mal spielerisch betrachten. Und da hast du die Sehnsüchte. Und das ist die Lilith-Energie. Diese Lilith ist kein Himmelskörper. Diese Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel, im Mondumlaufbahn. Das ist der weiteste Punkt, was die Mond überhaupt erreichen kann in seiner Umlaufbahn und dann dreht sich um und nähert sich wieder zu der Erde. Und dieser Schnittpunkt löst bei uns Menschen etwas aus, weil das wirkt auf unseren Gefühlen. Mond hat sowieso einen Bezug zu unseren Gefühlen. Da sind unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Und es ist nicht ein spontaner Wunsch, weil ich jetzt eine Handtasche kaufen möchte und dann morgen denke ich gar nichts mehr daran. Das ist nicht dieses Wunsch, sondern bei Lilith-Energie ist das wiederkehrende Wunsch, wo immer wieder sich meldet. Und das haben wir auch. Die Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft, der Wunsch, unsere Berufung zu leben. Es gibt Menschen, die wünschen die Reichtum. Andere möchten sie Reise zu gehen. Das ist bei jedem Mensch unterschiedlich. Also das heißt, die Wunsch. Aber, und genau in diesem Schnittpunkt im Himmel sind unsere Sehnsüchte, Wünsche, diese wiederkehrende Sehnsüchte beschrieben. Aber diese Lilith-Energie löst etwas bei uns aus. Das ist nicht nur die Energiefeld, sondern kommt auch die Erziehung dazu, dass wir diesen Wunsch aufgeben. Oder wir neigen dazu, daran zum Zweifeln. Oder durch die Erziehung trauen wir das gar nicht zu. Und dann
begründen wir das auch. Ich kann das nicht, das steht mir gar nicht zu, ich bin nicht gut genug, ich bin zu alt dazu. Also das heißt, beide meldet sich gleichzeitig. Auch dieses Bedürfnis, auch dieses Wunsch, aber gleichzeitig auch diese Ablehnung. Das sind die Neigung oder die Zweifel. Und da brauchen wir die Stärke, die Überzeugungskraft, auch die Glauben, über diese Hindernisse zu stehen, die Zweifel überwinden. Und das ist wie ein Schalten, also umschalten und anfangen, anderes darüber denken und anderes darüber sprechen. Wo man sagt, doch, das traue ich jetzt zu. Ich möchte das erreichen. Das ist mir wichtig. Das steht mir zu. Dann ändert sich die Energie, weil diese Wünsche, wenn das realistisch ist natürlich, sind erreichbar. Und du als Steinbock geboren kannst das auch als Ziel setzen, weil du verfolgst deine Ziele. Und dein Wunsch steht in Leichtigkeit. Aber nicht nur diese Leichtigkeit, sondern das Kinderwunsch. Fünfte Haus. Fünfte Haus steht dein Lilith, diese Energiefeld. Und dieser fünfte Haus ist die Haus, die Kinder. Die Kinderwunsch oder mal Kind zu sein im Leben, mal spielen im Leben. Damit meine ich nicht, das Leben zu verspielen, sondern spielerisch betrachten. Das ist dieses fünfte Haus. Das ist ursprünglich ein Löwehaus. Und das ist die Einstellung zum Leben. Dann kommt auch diese Leichtigkeit. Natürlich ein steinbockbetonter Mensch denkt anderes über die Leben wie ein löwebetonter Mensch oder ein Wassermann oder ein zwillingsbetonter Mensch. Ein steinbockgeborener Mensch weiß, hier hat er Aufgabe und Pflichten und Ziele und harte Arbeit und muss die Verantwortung übernehmen und sorgt für Sicherheit und Stabilität und akzeptiert auch, dass das Leben manchmal schwierig ist. Aber wenn das alles bedrückt und schwerfällt, das alles zu bewältigen, dann brauchen wir den Ausgleich und dann hilft die Leichtigkeit. Und diese Sehnsucht hast du, diese Lilith-Energie im fünften Haus, zu dieser Leichtigkeit zu kommen. Und das ist dieses fünfte Haus, dieser Löwehaus. Bei dir liegt das im Tierkreiszeichen Zwilling, aber ursprünglich, also wird zu Tierkreiszeichen Löwe zugeordnet, also symbolisiert das Löwe-Eigenschaften. Und wie kann ich das beschreiben? Wenn du das Leben betrachten kannst wie ein Film oder das Leben betrachten kannst wie ein Theater und vorstellen kannst, dass du bist geboren, dieses Theater zu spielen. Irgendwann ist dieses Theater vorbei. Und wenn du das vorstellen kannst, dass du das selbst gestaltest, dieser Theater, das heißt, dein Leben selbst gestaltest. Natürlich gibt es diesen Plan Geburtshoroskop, das sagt aber dein Gefühl auch. Und in diesem Theater schreibst du die Drehbuch, das heißt, du bestimmst, was du erreichen möchtest, du selbst triffst die Entscheidungen. In diesem Theater wählst du die Kostüme aus, welche Ausstrahlung du hast, welche Auftreten hast im Leben, wie wirst du wahrgenommen. Du bestimmst auch die Bühne, die Einrichtung. Das heißt, du bestimmst, wo du wohnen möchtest, wie deine Wohnsituation ist, welcher Arbeitsplatz du arbeitest, also die Umstände.
und du wählst die Schauspieler aus, mit welchen Menschen du kontaktierst. Natürlich kommt Einflüsse von außen, ganz klar, also so ganz einfach ist es nicht, aber das Kern der Dinge ist, dass du das bestimmst. Die Bühne, die Kostüme, die Drehbuch, die Schauspieler und du gestaltest diese Theater. Und fangst an zum Spielen. Welche Rolle spielst du in diesem Theater? Die Hauptrolle. Du spielst hier die Hauptrolle. Und das nicht mit Schwere, nicht mit Pflichten, nicht mit das Gefühl, das bedrückt mich alles, das ist so schwer, sondern du spielst wie ein Kind. Beobachte mal die Kinder. Die streiten, sie hauen sich mal gegenseitig und im nächsten Moment lachen sie zusammen und spielen sie fröhlich weiter. Haben die Kinder bei Spiel vielleicht Angst oder überlegen sie, ob sie was richtig machen oder nicht? Nein, die sind unbeschwert, die vergessen rundherum alles, Hauptsache sie sind mit dem Spiel beschäftigt. Und so sollen wir auch über unserem Leben denken, spielen. Weil das hilft, das befreit und das schenkt Leichtigkeit. Deswegen habe ich das so beschrieben, weil das sind deine Wünsche, Kind zu sein, spielerisch etwas zu gestalten. Natürlich, fünfte Haus ist die Haus, die Kinder, gehört auch das Kinderwunsch dazu. Also das ist mal ein Bereich, wo deine Wünsche liegen, was dir auch hilft, einen Ausgleich zu finden. Und das befindet sich, also erstens in dem fünften Haus, aber befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge sind die Kontakte, die Kommunikation. Ich könnte hier im fünften Haus, weil hier liegt auch die schöpferische Kraft, in diesem fünften Haus, könnte ich sogar vorstellen, dass du gut bist mit Schriften, mit Kommunikation im Bereich Medien oder dich mit Sprache zum Ausdrücken, weil hier liegt deine schöpferische Kraft, die Zwillinge. Aber jetzt gehen wir weiter. Das nächste, was wir betrachten, gehen wir zurück zu deinem Aszendent. Dieser Geburtsmoment, in dem Moment, wo du die erste Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen. Also hat dich begrüßt und begleitet dich bis zu dein Lebensende. Im Hintergrund ist etwas laut, aber hier im Felden arbeiten mit Maschinen, also kann ich nicht abschalten, aber ich hoffe, dass trotzdem ist hörbar, was ich sage. Also das ist die Aszendent, dein Geburtsmoment, das heißt, die Tierkreiszeichen Steinbock hat dich begrüßt in dein Leben und begleitet dich bis zum Lebensende. Passt ganz gut zu deiner Natur, weil du bist auch in Tierkreiszeichen Steinbock geboren. In diesem Aszendent, diesem Moment, wurde bestrahlt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, von einem Stern Vega. Das heißt, nicht nur die Tierkreiszeichen Steinbock hat dich begrüßt im Erdenleben, sondern hat dich die Stern Vega dich auch begrüßt in diesem Erdenleben. Dieser Stern Vega ist die Hauptstern im Sternbild Lyra. Das ist dieser Instrument auch. Und dazu ist eine schöne chinesische Liebesgeschichte. Es gab
Einmal ein Junge, ein Hirtenjunge hier auf der Erde. Und dieser Hirtenjunge hieß Altair. Und im Himmel gab ein Fee. Und diese Fee heißt Vega. Und genau diesem Stern Vega hat dich begrüßt in dein Leben. Und das war diese Fee im Himmel, Vega. Und diese Fee im Himmel hat diese Hirtenjunge betrachtet und hat sich verliebt. Und kam auf die Erde. Und die beiden, Altair und Vega, haben sie sich verliebt und auch verheiratet. Und Vega blieb bei ihm und arbeitete als Weberin. Und die waren diese berühmte Liebespaar, die Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Sonne, der Himmelskaiser und seine Frau, die Mond, die Himmelskaiserin, entdeckt haben und sagte der Himmelskaiser zu seiner Frau, du schau mal her, Vega ist unten bei den Menschen, die ist aber eine Fee. Wir sollen zurückholen im Himmel. Was meinst du? Und die Himmelskaiserin sagte, ja, wir sollten sie zurückholen im Himmel. Und so passierte dann, dass die Vega zurückgeholt haben im Himmel. Und die beiden waren getrennt, Altair und Vega. Und die beiden waren auch traurig bei dieser Trennung. Bis dann Deneb kam. Deneb ist der Hauptstern von Sternbild Schwan. Und dieser Deneb hat überlegt, was könnte ich jetzt tun? Ich muss bei den beiden helfen. Und baute eine Brücke von Schwanen. Und in dieser Brücke treffen sie sich die beiden Liebenden Altair. Ihr und Vega. Und tatsächlich, diese beiden Sternen, Altair und Vega, ist getrennt von dem Milchstraße, was die Chinesen als ein Fluss betrachtet haben, der gelbe Fluss. Und so kam diese ganze Geschichte, dass die beiden einen Fluss trennt und sie brauchen eine Brücke. Und das war Deneb, wo diese Brücke gebaut hat aus Schwanen. Und das ist bei den chinesischen und auch bei japanischen die Feiertag der Liebe. Also das ist diesem Stern Vega, diese Fee im Himmel. Und diese Vega hat dich bestrahlt, wo du geboren bist. Das heißt, hat dich begrüßt. Und begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Betrachte diesen Stern wie deinen persönlichen Stern in deinem Lebensweg. Gegenüber liegt das Aszendent, gegenüber liegt das Deszendent. Das heißt, in diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont aufgestiegen und im gleichen Moment ging im Westen die Tierkreiszeichen Krebs nach unten. Das ist das Deszendent. Und dieser Deszendent hat auch eine Bedeutung. Das ist ein Spiegel. Und da sehen wir unseren Partner, unseren Seelenpartner. Ich habe keine Beweise, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir unserem Geburt haben wir einen Blick auf diesem Spiegel, dass wir unserem Seelenpartner für einen Moment sehen dürfen. Und wir suchen. Wir suchen unbewusst diesem Partnerschaft, dieses glücklich zu sein in die Liebe und Partnerschaft. Und das ist dieser Spiegel Deszendent. Jetzt schauen wir an, gibt ein Stern, wo dieser Deszendent bestrahlt, das würde einen Hinweis geben auf deine Partnerschaft, auf deinen Seelenpartner. Und
das wird von Canopus bestrahlt. Das ist ein weißer Stern im Sternbild Schiff Argo. Dieser Schiff Argo ist ein ganz, ganz großes Sternbild im Himmel. Mit diesem Schiff sind die Argonauten gefahren, die goldenen Fell, das wieder zu holen. Und genau in diesem Sternbild befindet sich dieser Stern Canopus. Das ist die Ruder der Argonauten, die Ruder dieses Schiffes. Und das hat mit Reisen etwas zu tun. Natürlich, das kann ein Hinweis sein für deinen Seelenpartner. Entweder hast du auf die Reise kennengelernt oder er geht gerne mal auf die Reise. Kann auch eine innere Reise sein. Und diesem Ruder des Schiffes kann auch bedeuten, dass er selbst alles in Hand hat und führt diesem Schiff. Die indischen Astrologen sagen, dass diesem Stern Canopus hat einen Zugang zu einem Gott bei der indischen Religion, Agastya. Und dieser Agastya heißt der Seher, der Wundertaten verbringt. Das heißt, dein Seelenpartner ist wie ein Seher, sieht klar und deutlich, kann die Zügel in Hand nehmen, kann einiges in Bewegung setzen, geht gerne auf die Reise. Das kann auch die innere Reise sein. Und die indischen Astrologen sagen noch zu diesem Stein, das ist das Reiniger des Wassers. Also ist bereit, etwas zu bereinigen. Das ist das Bild von deinem Seelenpartner. Und natürlich die Tierkreiszeichen Krebs hat auch eine Bedeutung, das ist Wasserelement, also sehr gefühlsvoll. Jetzt etwas von den Mondphasen in deiner Geburt. 3 Tage vor deiner Geburt war Neumond. Das heißt, du bist kurz nach Neumond geboren. Und das hat auch eine Bedeutung, weil das ist, dieser Neumond ist wie ein Rückzug. Ich kehre wieder zurück zum chinesischen Astrologie, die beschreiben Sonne und Mond als Himmelskaiser und Himmelskaiserin, und in einen Neumond ziehen die beiden zurück, werden sie intim und sie brauchen diese Zurückgezogenheit auch für die Liebe. Und dann nach Neumond zeigen sie sich wieder, beziehungsweise die Himmelskaiserin ist wieder da und beginnt die zunehmende Mondphase. Und diesem Neumond ist gut, wenn wir nach innen schauen. Nach innen schauen und das Licht in unserem Inneren suchen oder entdecken. So bekommen wir Klarheit, Orientierung. Und wenn der Neumond vorbei ist, dann zeigt sich die Himmelskaiserin, der Mond nimmt zu, bekommt immer mehr Sonnenlicht. Weil das ist nicht das eigene Licht, sondern Mond reflektiert die Licht von der Sonne. Also nimmt immer zu, immer mehr macht sichtbar. Das ist wie der Frühling, beginnt das Frühling. Das heißt, der Frühling hat in deinem persönlichen Lebensweg immer eine große Bedeutung. Bedeutet aber diese 3 Tage nach dem Neumond geboren, wenn du etwas planst, Neumond kannst du das verinnerlichen, dass du dieses innere Licht suchst, dass du Klarheit bekommst, was du möchtest. Also hast du mal die Orientierung und vorbereitest du etwas. Und 3 Tage, weil du 3 Tage nach diesem Neumond geboren bist, nimm diese 3 Tage Zeit und erst dann nach 3 Tagen mach die erste Schritt. Dann blüht es auch auf wie ein Frühling. Dann machen wir weiter. Sonne symbolisiert das Selbst. Sonne
herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe. Und die Tierkreiszeichen Löwe drückt auch dieses Selbstbewusstsein. Astromedizinisch ist die Sonne zu unserem Herz zugeordnet. Das heißt, die Tierkreiszeichen Löwe herrscht über unserem Herz. Warum ist es so wichtig, dieses Organ? Weil das ist das Zentrum unserem Körper. So wie die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und hier sind die Geheimnisse in unserem Herzen. Alles, was wir lieben, ist in unserem Herz geschrieben. Ich vergleiche das wie eine Schatztruhe. Und wir sollen diese Schatztruhe mal öffnen und mal schauen, was lieben wir. Was lieben wir in unserem Leben? Natürlich in erster Linie die Liebe, Partnerschaft, die Familie, die Kinder, die Eltern. Das sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Menschen, die wir lieben. Aber es gibt noch viele Sachen, was wir lieben. Ein Hobby oder die Berufung oder die Tiere oder die Natur oder Pflanzen oder Kunst oder Musik oder Sport. Viele Dinge gibt es im Leben, was uns glücklich macht. Und deswegen ist wichtig, da mal reinschauen, weil das macht uns glücklich. Weil da sind die Begeisterung, da sind wir mit Herz und Seele dabei. Und das ist das Selbst, also nicht das Selbst, sondern das stärkt unserem Selbst. Deswegen ist wichtig, auf unserem Herz achten, weil wenn wir danach leben, das stärkt uns. Das stärkt unserem Selbstbewusstsein, macht uns erfolgreich und das ist auch die Glanz. So wie die Sonne strahlt was aus und ist im Glanz, so kommen wir selbst auch im Glanz, weil wir sind glücklich und das strahlen wir aus. Wir haben eine ganz andere Ausstrahlung. Ein bedrückter Mensch, wo ganz traurig ist und bedrückt und hat Probleme, hat eine ganz andere Ausstrahlung als ein Mensch, der glücklich ist. Und wann sind wir glücklich? Wenn wir unserem Herz folgen, dann sind wir glücklich. Weil das, was wir lieben, und das stärkt unserem Selbst, stärkt auch unserem Selbstbewusstsein. Dein Sonne ist im Steinbock und hat eine Konjunktion zu Saturn. Es ist gar nicht einfach, mit einer Sonne-Saturn-Konjunktion das Selbst zu leben, weil hier erteilt Saturn eine Lernaufgabe. Saturn möchte Ordnung, Sicherheit, Stabilität. Die Steinbock-Geborenen haben einen besonderen Bezug zu diesem Planet, weil Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock. Also du als Steinbock-Geborenen, du als mit Aszendent Steinbock, hast du einen besonderen Bezug zum Saturn. Zum besser zu verstehen, muss ich beschreiben, dass diesem Planet Saturn astromedizinisch zu unserem Knochen, zu unserem Skelett zugeordnet und das brauchen wir, weil das gibt uns Halt und ist zugeordnet zu unserem Haut und das schützt uns und grenzt auch ab. Also hat eine Schutzfunktion. Dann kann man besser verstehen, was dieser Planet vermittelt. Halt und Schutz und Abgrenzung. Aber nicht nur das, sondern dieser Planet Saturn ist der Planet der Schicksal.
Ich habe Anfang erwähnt, dass die Geburtshoroskop ist ein göttlicher Plan, aber der liebe Gott zwingt uns nicht, nach diesem Plan zu leben, weil wir haben die absolute Freiheit. Aber es gibt einen Planet, und das ist genau Saturn, wo das überprüft. Nicht nach unserem Tod, was wir gemacht haben und nichts gemacht haben, sondern rechtzeitig. Solange, bis wir das noch korrigieren können. Und Saturn versucht uns in richtigen Weg, zurück zu diesem goldenen Weg zu führen. Dann passieren Dinge wie eine Kündigung, eine Trennung, wenn das notwendig ist. Das heißt, wenn wir ein falscher Arbeitsplatz sind, weil das gar nicht unserer Berufung entspricht und wir sind unglücklich, dann durch einen Saturn-Einfluss kommt oft eine Kündigung. Oder wenn wir haben eine Partnerschaft, wo wir auch unglücklich sind, weil das ist gar nicht unserem Seelenpartner, dann überprüft Saturn und kommt zu einer Trennung, damit wir die richtige Partner finden, also befreit uns davon. Aber nur dann, wenn das nicht stimmig ist. Was passiert dann, wenn wir im richtigen Weg sind? Wir leben die Berufung, wir sind in der richtigen Partnerschaft, dann befestigt das, dann kommt eine Ehebindung, dann bekommen wir einen Arbeitsvertrag, befestigt etwas oder bekommen wir im Arbeit Lob und Anerkennung. Das heißt, Saturn kann in diese Richtung auch wirken, dass wir Glück haben. Glück, weil dann bekommen wir die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Aber zum Verstehen, Saturn überprüft, nimmt alles unter dem Lupen, überprüft, wo, welchem Lebensweg wir gerade sind. Entspricht das diesem goldenen Weg oder irgendwo anderes, weil sind wir unterwegs. Dann korrigiert das. Natürlich, wenn eine Kündigung kommt oder eine Trennung, ist alles andere als angenehm. Aber später begreifen wir die Notwendigkeit, diese Handlungsweise. Und also das ist der Saturn-Einfluss. Und Saturn steht in deinem Geburtshoroskop in Verbindung zu deiner Sonne. Und Saturn ist nicht nur die Planet des Schicksals, sondern auch der große Lehrmeister. Auch der Planet der Karma. Und deine Lernaufgabe oder deine karmische Lernaufgabe besteht darin, deine Sonne zu finden, dein Herz zu finden, dein Wesen, dein Selbst. Dein Selbst zu finden und dein Herz. Das heißt nicht, dass du herzlos bist, also ich möchte mich nicht falsch ausdrücken, sondern Saturn belehrt dich, hör auf dein Herz und mach das, was du liebst. Alles andere ist unwichtig. Also handel danach, nicht was andere von dir erwarten. Das ist die Pflichtbewusstsein des Steinbock. Natürlich haben wir Pflichten im Leben, aber wo bleibt dein Herz? Das ist wichtig. Und da ist diese Lernaufgabe, auf dein Herz zu hören, dass du das machst, was du gerne machst und so deine Entscheidungen triffst und auch, dass dein Leben genießen kann, spielerisch gestalten kann, dass du diese schöpferische Kraft spürst. Dann kannst du atmen. Das ist die Lilith-Energie im Zwilling, im fünften Haus, was ich schon beschrieben habe. Dann kannst du aufatmen, dann geht alles viel leichter. Wo befindet sich diese Sonne und Saturn im zwölften Haus? Hat auch eine Bedeutung. Und das erkläre ich auch. Du bist nach Sonnenaufgang geboren. Das heißt, Sonne ging auf in Osthorizont,
Das war der Sonnenaufgang, aber nicht nur Sonne, sondern der Planet Saturn auch. Und du bist etwa halbe Stunde, eine Stunde später geboren. Du bist später geboren. Und diesen beiden Planeten, aber kommt noch Merkur auch dazu, Merkur ist auch früher in Osthorizont aufgestiegen, die stehen in diesem geheimnisvollen 12. Haus. Ich beschreibe die Vorteile dieses 12. Haus. Die Vorteile ist dieser geheimnisvollen 12. Haus, dass du einen anderen, dass du in die Tiefe schauen kannst. Du verstehst die Tiefe, dass du in die Tiefe schauen kannst, aber die Zusammenhänge verstehst. Dass du die Geheimnisse forschst, dass du diese Aufgabe hast oder bist neugierig, in die menschliche Psyche zu forschen oder in die Tiefe zu schauen, etwas gründlich zu machen und auch hinter den Kulissen zu schauen. Alles, was unsichtbar ist, die 12. Haus ist unsichtbar. Und da ist aber vieles verborgen. Das heißt, weil das unsichtbar ist, ist was da. Das heißt, du verstehst die Geheimnisse, du kannst in die Tiefe schauen, du verstehst die Zusammenhänge, du verstehst auch die Geheimnisse des Lebens und du erkennst auch, was passiert hinter den Kulissen. Das bedeutet, wenn jemand versucht, dir etwas zu verheimlichen oder irgendeine Intrigen laufen, du spürst es, irgendwas stimmt da nicht. Oder du verstehst es auch. Also du verstehst oder siehst etwas, was andere nicht sehen. Du schaust hinter den Kulissen. Das ist wie ein Detektiv, wo versucht, diese Zusammenhänge zum Forschen erkennen, die verborgenen Dinge, die Geheimnisse, die geheime Haltungen oder wirklich hinter den Kulissen zum Schauen. Das ist dieses 12. Haus. Die andere Seite im 12. Haus, und das kann ich mit der Schwangerschaft beschreiben, das heißt, diese Planeten sind sichtbar und du bist noch im Mutterleib. Du bist noch im Mutterleib und kurz vor Geburt, natürlich sind wir 9 Monate im Mutterleib, ganz klar, aber die Besonderheit in diesen Stunden, dass es kurz vor deiner Geburt passiert. Das heißt, die Planeten sind schon sichtbar, was dich ausmacht. Die sind schon im Licht, im Tageslicht und du bist immer noch im Mutterleib. Und in diesen letzten Stunden vor unserem Geburt passieren viele wichtige Dinge. Ich bin davon überzeugt, dass vor der Geburt bekommen wir noch wichtige Botschaften. Weil das ist der Abschied und dann kommt die Geburt. Also wir bekommen hier wichtige Botschaften. Und daran liegt auch sehr viel verborgen, weil hier kommen die Ahnen auch. Die Talente, Fähigkeiten, die Erbschaften von den Ahnen. Also irgendwo liegt auch die Stärke daran. Und hier ist wieder die Merkur-Energie, die Sprache. Etwas in Sprache zu bringen oder Gedichte schreiben oder ein Buch zu schreiben. Und natürlich auch die schöpferische Kraft, die Sonne und Saturn, ist viel lernen oder das in Form zu bringen, das in Ort, in Gestalt zu bringen. Oder belehren, andere zu belehren, dein tiefes Wissen. Und all das sind auch gehört zu diesem geheimnisvollen 12. Haus, das sind die Erbschaften von deinen Ahnen. Das heißt, wenn man nachforscht, das sind Fähigkeiten, oder Talente vor deinen Vorfahren.
und die haben da nicht die Möglichkeiten gehabt, das zu leben, und bei dir in deinen Genen ist das gespeichert, du hast das geerbt, das sind die Erbschaften, und dass du diese geerbten Talente, Fähigkeiten jetzt ins Licht bringst. Das gehört auch zu diesem geheimnisvollen Haus. Jetzt betrachten wir die, sage ich mal, Schattenseite, diese 12. Haus, wirklich wortwörtlich ist die Schattenseite. Man hat das Gefühl, ist man nicht wahrgenommen. Und genau bei Sonne, in deinen Sonne, was dein Wesen betrifft, für eine Sonne ist wichtig, sichtbar zu sein. Und du hast immer das Gefühl, du bist übersehen. Die Menschen übersehen dich. Oder du bekommst nicht genügend Anerkennung. Das ist die Nachteil, das ist wirklich die Nachteil für die Menschen, die Planeten im 12. Haus haben, besonders wenn das die Sonne hier im 12. Haus ist. Aber hier gibt es auch eine Lösung, das ins Licht zu bringen. Das ist wie eine zweite Geburt. Das heißt, diese Planeten sind in Osthorizont aufgestiegen, in dem Moment, wo du geboren bist, also vor du geboren bist, so muss ich das ausdrücken. Also die sind aufgestiegen in Osthorizont, das war der Planet Merkur, der Planet der Kommunikation, ist aufgestiegen in Osthorizont, wie ein Sonnenaufgang, ins Licht. Dann kam Saturn und die Sonne, also war das Sonnenaufgang. Aber du warst noch gar nicht geboren. Du warst noch im Mutterleib, aber deine persönlichen Planeten und deine Sonne war schon sichtbar. Und dann kam kurz danach deine Geburt. Und dieser Planeten ist, wenn die immer noch im Mutterleib wären. Also hier ist wieder eine Lernaufgabe, die ins Licht zu bringen. Und das ist wie ein zweite, wirklich, das ist wie ein zweite Geburt. Und das ist das Bewusstsein. Vielleicht ein höheren Bewusstsein oder wie ein zweite Geburt oder eine neue Lebensphase oder ein Schnittpunkt im Leben wie ein Neuanfang. Endlich diese Planeten sichtbar machen, zum Leben, raus aus die Schattenseite. Und das ist die Kommunikation, die Merkur-Energie und dein Sonne, dein Wesen ins Licht zu bringen, mit anderen Worten im Mittelpunkt zu stehen oder zu dir selbst zu stehen. Es gibt auch einen Stern, wo Sonne und Saturn bestrahlt. Und dieser Stern heißt Pelagus. Und dieser Pelagus, dieser Stern Pelagus, wird auch beschrieben als Nunki. Und dieser Begriff Nunki kommt von Sumerischen. Das ist ein sumerischen Gott, Gottheit, Nunki. Und die Sumerer haben damals beschrieben diesen Stern, dieser Pelagus oder Nunki, als göttliche Mutter, einen göttlichen Platz auf die Erde. Die Babylonier haben diesen Stern Pelagus auch verehrt und die Babylonier sagten, das ist die göttliche Mutter, ein göttlicher Ort, genauso wie die Sumeren. Also das war früher bei Babylonier, bei Sumeren verehrt, dieser Stern, gehörte zu der Schöpfungsgeschichte, die nannten diesen Stern als Nunki und das war die göttlichen Ort auf die Erde und die beschreiben das auch als göttliche Mutter, ein heiligen Ort, ein Heiligtum, eine göttliche Mutter. Übersetzt heißt dieser Stern Pelagus, übersetzt als Gürtel, als Verbindung. Und das würde ich dir raten, bei diesem zweiten Geburt, dieser Neugeburt, dass du deine Sonne ins Licht bringst,
Natürlich sollst du einen liebevollen Bezug zu deiner Mama haben, aber versuch diese Gürtel, weil das heißt auch eine Verbindung, ein Gürtel zu die göttliche Mutter, bei diesem zweiten Geburt versuche eine göttliche, eine Verbindung zu suchen zu die göttliche Mutter oder von die Schöpfung oder Gott oder wie auch immer, wie du das nennen magst, wie du das nennen magst, dass du zu diesem höheren Bewusstsein kommst. Aber nicht nur die Sonne braucht diese Neugeburt, sondern auch Merkur. Merkur sollst du auch sichtbar machen, weil Merkur steht im Schattenseite. Das 12. Haus ist die geheimnisvolle, natürlich diese Begabung, die Geheimnisse zu forschen oder die Geheimnisse zu erkennen. Aber dieses 12. Haus bedeutet auch, das ist wie in die Schattenseite zu sein. Und sie möchten aber sichtbar machen, möchten sie ins Licht zu kommen. Und das passiert dann, wenn wirklich eine Neugeburt kommt, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist für mich wie eine zweite Geburt, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch und ein anderes Bewusstsein, ich habe einen ganz anderen Bewusstsein. Und es ist nicht nur Sonne und Saturn, sondern da steht auch Merkur. Und Merkur braucht auch diese Neugeburt. Merkur braucht auch das Licht zu bringen. Und warum ist es so wichtig? Das habe ich auch erzählt, weil du dieses Talent hast geerbt von deinen Ahnen. Und die Begabung war schon bei deinen Vorfahren da. Die haben das nicht verwirklicht. Also jetzt kommt bei dir das raus und du verwirklichst es. Und die Begabung ist Merkur-Energie, das heißt handeln, in Medien tätig zu sein oder etwas vermitteln oder etwas schreiben, wie ein Buch zu schreiben. Das kommt ins Licht. Dann hast du die Mars-Energie, der im Grenzbereich ist zwischen diesem geheimnisvollen 12. Haus und 11. Haus, aber schon im 11. Haus zieht das alles raus. Das heißt, das Sichtbarmachen, diese Talente-Fähigkeit, diese Merkur-Talent zu zeigen und zu dir selbst zu stehen und dich im Mittelpunkt stellen, in Öffentlichkeit das alles präsentieren oder etwas veröffentlichen. Das ist die Sonnenenergie. Das ist für dich wie eine Neugeburt. Das zieht alles die Mars raus. Also hilft dir. Diese hilft dir, Mars-Energie kann natürlich dein Partner sein, dass dein Mars ist der Mann. Also kann dein Partner sein, wo dich unterstützt, dass dir Mut gibt oder Kraft gibt oder bestätigt dich, mach das bitte, du hast dieses Talent oder unterstützt dich finanziell, dass du das verwirklichen kannst. Also der Mann hilft auch. Aber Mars ist nicht nur der Mann, sondern das männliche Energie. Und das haben wir Frauen auch. Das ist die Kraft und die Mut, die Begeisterung, mutig zu sein, das auch wirklich zu verwirklichen. Und diese Mars-Energie hilft dir, dass in Bewegung kommt, zieht dich raus von dieser Schattenseite. Wenn wir schon bei Talenten sind, und das ist die Merkur, die geerbte Talent, das Kommunikation oder Medien oder Schreiben, wird auch bestrahlt von einem Stern. Akumen heißt dieser Stern. Beziehungsweise, das ist gar nicht ein Stern, sondern ein Sternenhaufen, ein Nebel. Ein Nebel. Und dieser Nebel befindet sich im galaktischen Zentrum. Das heißt, unser Planet Erde befindet sich in diesem Sonnensystem mit anderen Planeten und unserem Sonnensystem ist ein Teil von der Milchstraße. Diese Milchstraße heißt Galaxie, also wir leben im Galaxie der Milchstraße. Und in diesem Galaxie der Milchstraße sind viele, viele Sterne oder Sonnen oder Sonnensysteme.
also bestehen aus mehreren Sonnensystemen. Nun, wir leben in dieser Milchstraße, das ist unsere Galaxie. Und diese Galaxie hat ein Zentrum. Und genau in diesem Zentrum, in die Nähe, in Umgebung, sind diese viele, viele Sterne, diese Sternenhaufen oder Nebel. Und dieser Sternenhaufen heißt Akumen. Und diese viele, viele Sterne bestrahlen deine Merkurenergie. Erstens beschreibt es das wie benebelt. Also für dich ist noch nicht greifbar oder sichtbar, weil das ist, dieser Akumen ist ein Nebel. Aber die Zentrum, die galaktisch, also die Zentrum von unserem Galaxie befindet sich hier bei diesem Nebel, die Zentrum von unserem Galaxie Milchstraße. Und das heißt, konzentriert in diesem, das soll die Fokus sein. Das ist die Fokus. Und das sind diese Talent zum Schreiben, zum Sprache, etwas im Ausdruck zu bringen. Das kann Fremdsprache sein, das kann Kommunikation sein, das kann die Medien sein, das kann das Schreiben oder ein Gedicht sein. Daran liegt die Talent und die Fähigkeit und wartet darauf, das ins Licht zu bringen. Und das ist die Fokus. Diese Akumen heißt auch, also erstens, das zeigt die Zentrum an von unserem Galaxie, aber heißt übersetzt das innere Auge. Oder ich könnte sagen, die dritte Auge. Also etwas, was andere nicht sehen, das für dich da sichtbar kommt. Kann auch natürlich die Hellsichtigkeit bedeuten. Wie ich schon sagte, diesem versteckten Merkur- und Sonne-Energie in diesem geheimnisvollen 12. Haus, das wartet drauf, geboren zu werden, wartet drauf, ins Licht zu bringen. Das ist die Sonne, dein Selbst und die Merkur-Energie des Schriften oder Kommunikation. Das zieht Mars raus. Mars hilft, das zu verwirklichen. Ich habe gesagt, das ist entweder der Partner oder dein Kraft und Mut oder beides. Und diese Mars-Energie, die dich dabei hilft, wird auch bestrahlt von einem Stern. Und dieser Stern heißt Rasalhague. Diese Rasalhague ist ein Stern im Sternbild Schlangenträger. Und das ist der Kopf der Schlangenträger. Also Gedanken machen, Entscheidungen treffen. Das zu verstehen, erzähle ich die Geschichte von diesem Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser himmlische Arzt hat ein Kind gerettet. Das war der Sohn von König. Und diesem Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und dieser Schlangenträger musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen, deswegen heißt auch Schlangenträger. Kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange hat die Gift in sich gehabt, der anderen Schlange die Heilkräuter. Und dieser Schlangenträger, dieser Asklepios, musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt jetzt dieses Kind? Nimmt die Gift, dann stirbt das Kind. Oder heilt mit diesem Heilkräuter. Die Verantwortung war riesig. Es ging um Leben und Tod. Zum Glück hat der Schlangenträger, dieser Asklepios, die richtige Heilmittel gefunden. Und mit diesem Heilkräuter hat das Kind gerettet. Und das hat natürlich eine symbolische Bedeutung auch, wenn eine Lüge kommt. Das wird immer honigsüß verpackt.
Kein Mensch kommt, wenn Intrigen schmiedet und sagt, du pass mal auf, ich werde in die nächsten 10 Minuten dich anlügen. Also ich sag mal das schon von Vorfeld, so kommt die Lüge nicht, sondern das kommt immer süß, immer. Also Honig süß verpackt. Und natürlich ist das schwierig zu erkennen, weil wir glauben gerne an etwas, was so anhört, anfühlt, so honigsüß. Aber wenn wir immer alles glauben, dann fallen wir in diesem Honigtopf. Und dann sind wir auch ein Kind, wie dieser Königssohn, dieses Kind. Und dann brauchen wir eine Heilung. Warum? Weil irgendwann merken wir das auch und fühlen wir verletzt. Und hier, diese Geschichte erzählt symbolisch achtsam sein, nicht immer alles glauben, sondern ordnen, sortieren, wo liegt die Wahrheit. Und diese Sternrasal Hague befindet sich im Kopf, dieser Schlangenträger, und wirkt auf deinen Handlungen. Dass du diese Klugheit hast, entscheiden zu können, wo liegt die Wahrheit, was ist falsch, wie soll ich handeln, was ist gut für mich, was ist weniger gut für mich. Und diese Begabung oder diese Klugheit hast du in dein Denken, weil dieser Rasal Hague ist der Kopf der Schlangenträger, also die Gedanken. Die Gedanken, und das kann dir immer helfen bei Entscheidungen, dass du die richtigen Gedanken hast, die richtige Entscheidung triffst. Im Chinesischen wird diesem Stern Rasal Hague beschrieben für Astrologie, also Begabung, astrologische Begabung. So, jetzt schauen wir den Mond an in dein Horoskop. Also so viel kann ich mal erwähnen, das Mond hat eine weibliche Energie und beeinflusst unsere Gefühlen oder drückt unsere Gefühlen aus. Und Venus ist die Liebesplanet, ist auch weiblich, die Frau, unsere Weiblichkeit. Also bei den Mond und Venus ist das Weibliche. Und bei dir entsteht hier eine Spannung zwischen Mond und zwischen Venus. Man nennt astrologisch ein Quadrat. Interessant ist, dass beiden, auch Venus und auch der Mond, im Grenzbereich ist. Im Grenzbereich. Dein Venus befindet sich noch im Skorpion, aber im Grenzbereich zu Schütze. Dein Mond befindet sich noch im Wassermann, aber im Grenzbereich zum Fischen. Dieser Grenzbereich bedeutet, als Grenzgänger und heißt, dass du beiden Tierkreiszeichen vertraut bist. Und es wechselt sich auch ab. Also deine Weiblichkeit ist diese spielerische. Wenn du die Weiblichkeit, die Skorpion, lebst, dann kommt natürlich auch manchmal die tiefen Gefühle, auch manchmal verletzten Gefühle, muss ich dazu sagen. Es ist nicht immer einfach, die Skorpion Gefühlszustand so nachzuahmen. Aber die Skorpionen haben die Kraft, das zu transformieren. Das ist die Stärke des Skorpions, dass sie die Gefühle transformieren. Die sind die Alchemisten. Die können die Gefühle gut transformieren. Kommen auch hoch, natürlich, selbstverständlich. Also die versinken nicht in Depressionen. Die haben mal vielleicht mal so Momente. Aber die kommen immer raus, weil die haben diese inneren Kraft. Also sie können die Gefühle gut transformieren. Aber nicht nur das, sondern die sexuelle Energie, die Erotik, liegt auch im Skorpion. Und du hast die Venus hier.
Du hast eine erotische Ausstrahlung, Punkt. Und so bist du auch wahrgenommen. Aber wie geht mit einem Steinbock mit dieser erotischen Ausstrahlung um? Manchmal lebst du wirklich diese Natur und kommst da in Einklang, aber ein Steinbock kann manchmal konservativ sein. Und wenn diese konservative Richtung geht, dann hast du deine Hemmungen in diesem Bereich. Und weil die Venus im Grenzbereich ist und kennt sich gut mit der Schütze aus, weil mit beiden Tierkreiszeichen bist du vertraut, dann kommt die Neigung übergehen in die Tierkreiszeichen Schütze. Und dann machst du mit diesem Energie Sport oder machst eine Reise oder kommt etwas in Bewegung, damit du nicht damit konfrontiert bist. Aber das ist diese wechselhafte, aber diese Mischung macht dich auch interessant. Also du kannst es auch gut vereinen, weil du bist mit beiden sehr vertraut. Und mit dem Mond genauso, weil der Mond ist auch im Grenzbereich. Erstens hast du den Mond im Tierkreiszeichen Wassermann und du fühlst du dich außergewöhnlich. Ein Wassermann fühlt sich außergewöhnlich und ein Wassermann ist wichtig, anderes sein als alle anderen. Das macht aus die Wassermann-Geborenen. Du bist zwar nicht im Tierkreiszeichen Wassermann geboren, sondern deine Gefühle sind im Wassermann. Aber Chiron steht auch hier, also kommen auch verletzte Gefühle. Warum? Du fühlst dich zwar oder hast du dieses Bedürfnis, möchtest anderes zu sein wie alle anderen, außergewöhnlich sein, aber wenn da keine Bestätigung kommt, dann fühlst du dich verletzt. Da kommen auch die Verletzungen. Und dann verlässt du die Wassermann und übergehst in Tierkreiszeichen Fische und lässt das alles so schwimmen, das Ganze. Die Tierkreiszeichen Fische schwimmen gerne im Leben. Aber dann kommt auch wieder dieser Gefühlszustand, die Tierkreiszeichen Fische. Auch wieder die Neigung zur Traurigkeit oder die Ängste oder Zweifel. Bei den Tierkreiszeichen Fischen ist auch wichtig zu wissen, das sind eigentlich zwei Fischen. Die eine Fisch schwimmt mit dem Strom und haben ein tiefes Vertrauen und Glauben. Und die haben Glück im Leben, weil alles schwimmt auf sie zu. Die vertrauen auch das Fluss des Lebens, kann nichts passieren. Und die anderen Typ von Fischen geborenen schwimmen gegen den Strom und die begegnen immer mit diesen hohen Wellen. Und dann sinken sie tief und dann kommen sie mal hoch, dann sinken sie tief. Und natürlich, das ist auch sehr, braucht man auch sehr viel Kraft. Und wenn du schon mit deinem Gefühlszustand entweder bleibst im Wassermann und fühlst du dich außergewöhnlich, einzigartig, dann kommst damit im Einklang. Oder wenn es Momente gibt, wo du daran zweifelst und übergehst in Tierkreiszeichen Fische, dann achte darauf, in welcher Richtung du schwimmst. Entweder hast du diesen Glauben und das Vertrauen, das Leben und nützt die Vorteile der Tierkreiszeichen Fische und bist mit deinen Gefühlen damit im Einklang und sagst, es kann gar nichts passieren, es alles schwimmt auf mich zu und mir geht's gut, ich lasse mich mit diesem Wasser tragen und ich genieße die Wasserelement. Oder siehst du die Probleme, die Gefühle und bekommst Angst und zweifelst. Und in dem Moment, wo Angst hast und zweifelst, dann schwimmst gegen den Strom und hast noch höheren Wellen und noch höheren, größeren Herausforderungen und sinkst nach unten. Und das beschreibt dann deinen Gefühlszustand. Und die beide weiblichen Energie ist zwar im Quadrat, aber
In deinem Horoskop ist das wirklich einzigartig. Ich gehe jetzt mal in diese Thematik mal ein bisschen näher ein. Ein Quadrat bedeutet, dass zwei Planeten oder Sonne und Mond, bei dir Venus und Mond, 90 Grad Entfernung haben. Dann entsteht ein Quadrat. Und es ist immer eine Herausforderung. Diese Herausforderung entsteht aus den Elementen. Wir haben vier Elemente: Feuer, Luft, Erde, Wasser. Und es gibt Elemente, die unterstützen sie sich gegenseitig, und es gibt Elemente, die bei bestimmten Entfernungen entstehen Störungen, so wie im Leben das auch so ist. Und achte auf die Elemente, wenn du unsicher bist oder zweifelst, besonders wenn es um die Liebe, Partnerschaft und um deinen Gefühlen steht, in welchem Element du dich bewegst. Weil du bist wohl im Venus im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, und mit Mond bist du auch im Grenzbereich zwischen Wassermann und Fischen. Und achte auf die Elemente, weil so bringst du das alles in Harmonie und findest deinen inneren Ruhe, und dann zweifelst auch nicht. Also das ist die Lösung. Wenn die Venus noch im Tierkreiszeichen Skorpion ist, also fühlt alles. Vielleicht kommen auch Gefühle hoch wie Angst oder verletzte Gefühle, und spürst, dass es alles so bitter ist. Oder hast du die Sehnsucht nach die intime Bindung, und das ist vielleicht in dem Moment kommt nicht zum Erfüllung, kommt das auch noch dazu, diese erotische Seite des Skorpions. Wie auch immer, ich weiß nicht, welche Themen denn das bei dir konkret handelt, aber wenn du Angst hast und zweifelst und lebst nicht diese erfüllte Sexualität, diese Bestätigung auch, diese Befreiung auch, dann entsteht hier eine gewisse Spannung. Das wäre die Skorpion. Wenn du das bewältigen möchtest, dann neigst du dazu, übergehen auf dem Schütze. Das ist die Flucht. Dann gehst du auf die Reise, machst Sport oder machst Kontakte. Also bewegst du dich und dann siehst du daran die Lösung. In dem Moment aber, wo diese Skorpion-Venus wirkt, und dein Mond, spürst du die Wassermann-Eigenschaften, dann hast du Spannung. Dein Mond ist auch im Grenzbereich, also kennt sich im Wassermann aus, kennt sich im Tierkreiszeichen Fischen aus. Also wenn die Skorpion-Venus, das heißt, du hast Gefühle wie Zweifel und Angst und vielleicht die Sexualität auch Themen, dann spürst du das. Das sind deine Gefühle. Und dann kommt die Mond dazu, die Gefühle, die Bedürfnisse, dann kommt die Bedürfnisse von Wassermann, was Besonderes zu sein. In dem Moment, wo du da Themen hast, dann fühlst du dich alles andere als was Besonderes oder einzigartig, sondern du zweifelst an dir oder hast verletzten Gefühlen, dann fühlst du dich nichts was ganz Besonderes. Und in dem Moment, wo diese Spannung spürbar ist, und das ist natürlich dein seelischer Zustand, dein Gefühlszustand, dann versuche die Wassermann verlassen, diese Bedürfnis einzigartig zu sein, verlasse die Wassermann und übergehe in Tierkreiszeichen Fischen. Aber achte darauf, welchen Fischen du wählst, also die richtigen, der wo mit dem Strom schwimmt, das Vertrauen des Lebens, das Fluss des Lebens. Diese Glauben zu haben. In dem Moment, wo du das emotional schaffst, die Wassermann-Mond
verlassen und übergehen in Fischenmond, weil du bist exakt im Grenzen, du kennst auch die Fischenmond. Übergeh in die Fischenmond und sagst, ich bleibe jetzt ruhig, ich bleibe im Vertrauen, ich glaube daran, ich vertraue dem Fluss des Lebens, es kommt wieder in Ordnung, das schwimmt alles auf mich zu. Dann bringst du es in Harmonie, weil die Tierkreiszeichen Skorpion, wo dein Venus ist, und die Tierkreiszeichen Fischen gehören beide zum Wasserelement und stehen in vollkommener Harmonie. Da hast du das ausgeglichen. Umgekehrt ist es auch, wenn du deine Gefühle hast im Wassermann, weil nun mal dein Mond steht im Wassermann und hast diese Bedürfnis nach dieses Bedürfnis, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein, alles anderes zu sein wie alle anderen. Also du hast dieses Bedürfnis, das sagt dein Gefühl, und du möchtest auch deine Ideen verwirklichen und mal brauchst die Weitblick. Das sind Wassermann-Bedürfnisse und da ist dein Mond. Und wenn die Skorpion nach der Tiefe schaut im Gefühlen, Gefühlen wie Angst davon oder Zweifeln. Das sind Gefühlen und die Skorpion kennt diese Gefühlen. Aber du bist nicht in Tierkreiszeichen Skorpion geboren, sondern die Venus liegt hier. Also versuche dann in dem Moment, wo dieses Wassermann-Gefühl lebst, dieses Bedürfnis, verlassen die Skorpion, übergehen in die Schütze und sag, okay, ich habe dieses Bedürfnis, mal anderes erleben, mal anderes zu sein wie alle anderen. Ich brauche den Weitblick, ich brauche die Luft zum Atemwasser. Das ist Luftelement. Ich möchte mal aufatmen. Ich habe dieses tiefe Bedürfnis. Dann übergehe mit die Venus im Schütze. Mach Sport, geh raus, such Kontakte, mach eine Reise und dann kommst wieder in Harmonie. Und du hast diese Möglichkeit zum Hüpfen, von einem Tierkreiszeichen zu dem anderen Hüpfen. Wichtig ist, wenn du verbindest die Skorpion mit Wassermann, hast du die Spannung. Wenn du verbindest die Schütze mit Fischen, hast du auch die Spannung. Und das kommt von Elementen her. Weil die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zu Wasserelement. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zu Luftelement. Und hier das Wasser und die Luft ist nicht in Harmonie, sondern für die Luft ist es zu viel Emotion, zu viel Wasser, geht die Luft aus. Und umgekehrt auch, im Wasserelement kommt die Luftelement. Das ist zu viel Luft. Zu viel Luft, das ist wie Stürme, also die Wasserelement, wie die Ozean wird stürmisch zu sein. Also das ist schwierig, das in Harmonie zu bringen. Das kannst du nur schaffen, wenn du bleibst als Frau im Skorpion, steht zu deiner Ausstrahlung, deine erotische Ausstrahlung oder nimmst deinen Gefühlen auch wahr wie Angst oder Zweifel. Dann geh mit deinem Mond in Tierkreiszeichen Fischen im Vertrauen und dann kommt das im Fluss, weil in dem Moment ändert sich die Elemente. Kommt die Wasserelement mit dem Wasserelement in Verbindung und die bringen Glück und bringen Harmonie. Umgekehrt auch, wenn dein Venus mehr im Tierkreiszeichen Schütze ist und es ist Feuerelement, und dieses Feuerelement kommt mit der Fischen nicht klar, weil das ist Wasser. Und das wissen wir auch in Natur. Wenn die Feuer brennt, dann löschen wir mit dem Wasser. Die eine Element vernichtet die anderen Element von dieser Entfernung, weil das zu viel ist. Weil das zu viel ist, vertragen sie sich nicht. Umgekehrt auch, wenn du die Wasser kochst und noch mehr Hitze gibst, irgendwann verdampft das. So kannst du das verstehen. Also wenn dein Venus mehr in die Tierkreiszeichen Schütze spürst und dann kommt die Fischenmond dazu, wo du das Bedürfnis hattest, alles im Fluss kommt, kommt deine Heilung, die kommen miteinander nicht klar.
Also kannst nur so in Harmonie bringen, wenn die Mond im Tierkreiszeichen Wassermann bleibt und die Venus im Tierkreiszeichen Schütze. Weil dann die Feuerelement Schütze und die Luftelement Wassermann, die stehen in vollkommenen Harmonie. Es ist ein bisschen kompliziert, wie ich das erklärt habe, aber ich möchte dir näher bringen, du hast diese Herausforderungen, aber es ist nicht schwierig, das in Ordnung zu bringen. Achte immer auf die Elementen und auf deinen Gefühlen. Und so kommst du das, so kannst du in Harmonie bringen und es handelt sich um deinen Gefühlen und deine Weiblichkeit oder um die Liebe. Und so kannst, weil du im Grenzbereich bist, immer von einem Tierkreiszeichen zu den anderen übergehen und so je nach Situation kannst du es immer in Harmonie bringen. Also das war dieser Einfluss. Wo dein Mond steht, in diesem Grenzbereich zwischen Wassermann und Fischen und auch dein Chiron, das heißt, hier hast du verletzten Gefühlen. Chiron zeigt immer unsere Schwäche, unsere Verletzungen und das sind auch seelische Verletzungen, vielleicht vom früheren Leben oder von Kindheit, wie auch immer, du hast verletzten Gefühlen und das zeigt auch die Tierkreiszeichen Fischen auch, aber die Wassermann möchte davon zu befreien und die Wassermann hat mal dieses Bedürfnis, mal einzigartig zu sein und hier kommt natürlich bei dir eine Heilung, ein Heilprozess und diesen beiden, Mond und Chiron, befindet sich im Bereich zwischen erster und zweiter Haus. Die erste Haus ist deine Persönlichkeit, die zweite Haus ist die Werte. Also hat auch mit deinem Selbstwertgefühl auch etwas zu tun. Hier ist die Tor zum zweiten Haus. Und dieser Tor zum zweiten Haus wird bestrahlt von der Rebellum. Aber nicht nur die Tor des zweiten Hauses, sondern auch Mond und Chiron, also deinen verletzten Gefühlen, bekommen einen Einfluss von diesem Terebellum. Dieser Terebellum ist weder ein Stern noch ein Sternbild, sondern eine Figur. Eine Figur im Himmel. Ein Viereck. Ein Viereck. Und dieser Viereck bedeutet Struktur. Du brauchst in deinen Emotionen eine Struktur. Und daran liegt auch die Heilung. Und diese Struktur bedeutet Stabilität. Ein stabiler seelischer Zustand brauchst du, weil daran liegt die Heilung. Und nicht nur das, sondern auch dein Glück, weil hier liegt auch das Glückspunkt. So, jetzt nochmal zu Venus-Energie. Bei weiblichen Horoskopen ist das die Weiblichkeit, die Frau. Aber auch die Planet der Liebe, die Harmonie, die Kunst, Kreativität und auch die Selbstständigkeit befindet sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze und bekommt auch einen Einfluss von einem Stern. Bungula heißt dieser Stern. Dieser Bungula ist das näherste Sonnensystem von uns im Weltall. Also das ist eine Sonne, diese Bungula ist eine Sonne in unserem Weltall und diese Sonne ist das Näherste von uns entfernt. Und diese Bungula zeigt mit anderen Sternen in Verbindung, also nicht alleine, sondern sind auch andere Sterne da, wie Beta Centauri und Agena, also Bungula, Beta Centauri und Agena, diese drei Sterne, bilden einen Zeiger, wie ein Uhrzeiger. Und die zeigen in eine Richtung. Und die Richtung ist das Kreuz des Südens. Also das heißt, dein Venus-Energie, was auch die Selbstständigkeit bedeutet, auch deine Kreativität bedeutet, auch deine Weiblichkeit bedeutet, bekommt einen Einfluss von dieser Bungula, wo ein Teil ist von einem Zeiger. Und die drei Sterne, Bungula, Beta Centauri und Agena, zeigen
in Richtung Kreuz des Südens. Dieser Kreuz des Südens ist ein Sternbild, was im Südhalbkugel sichtbar ist. Und hier im Kreuz des Südens befindet sich die Südpol. Und dieser Kreuz des Südens hat Themen, was spirituell ist, also Spiritualität und religiös. Die Suche nach Gott. Und genau deine weibliche Kraft, was auch deine Selbstständigkeit sein kann, zeigt in diese Richtung. Das ist doch deine Richtung, das Kreuz des Südens, Themen wie Religion und Spiritualität. Und diese ganze Energie, was bei dir wirkt, wo deine Talente rausholt von diesem Schattenseite, diese Mars-Energie, wo alles das rausholt von dir, steht in Verbindung zum Uranus. Eine schöne Verbindung. Also Uranus unterstützt die Bewegung, dass du deine Talente, Fähigkeiten rausholst von der Schattenseite und bringst ins Licht, also präsentierst es. Uranus ist rückläufig im Horoskop. Das heißt, das hat karmische Themen oder Vergangenheit. Das kann bedeuten, dass du im alten Karma das nicht ins Licht gebracht hast und die Schicksal wiederholt das. Und jetzt in diesem Leben hast du hier eine Aufgabe, das ins Licht zu bringen. Aber die Rückläufigkeit kann auch die Kindheit sein, dass du da in dieser Richtung keine Unterstützung bekommen hast, niemand dich gefördert hat, dass du da Talenten hast und hat niemand gesagt, mach doch da was draus. Sondern vielleicht eher umgekehrt, oder du kannst das sowieso nicht. Das ist dann die andere Seite. Und auf jeden Fall Uranus unterstützt dich dabei, dass da Umbrüche und Veränderungen kommen und dass bei dir in dein Leben was in diese Richtung was ändert, dass du diese Stärke an dir erkennst, diese Talente, Fähigkeiten und dass du ins Licht springst wie eine zweite Geburt tatsächlich. Und dieser Uranus in deinem Horoskop befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und da bewegt sich zurzeit die aufsteigende Mondknoten und das zeigt karmischen Aufgaben an. Ein Bereich, was du noch nicht kennst und es wird gerade aktiviert. Und Uranus bringt auch diese Veränderungen, diese Umbrüche. Dieser Uranus, was Umbrüche und Veränderungen hervorruft oder unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Situationen, hier handelt es sich darum, dass du etwas Neues beginnst in dein Leben. Das sind auch karmische Aufgaben gerade, ein Neubeginn, etwas Neues beginnt. Dieser Uranus wird bestrahlt von einem Stern und diesem Stern heißt Algenubi. Und diese Algenubi befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Das ist wieder die Selbst, die Stärke. Der Kopf der Löwe, also mach darüber Gedanken oder dein Denken sollst du umsetzen in Sprache, dass du deine Ideen und ein Wassermann Mond hat Ideen, das sagt auch dein Gefühl, also dass du deine Ideen, deine Gedanken umsetzt in Sprache, entweder hältst du Vorträge oder bist in Medien oder schreibst du ein Buch, wie auch immer. Mach darüber Gedanken. Dann kommt die Mondknoten und das betone ich immer wieder. Für mich ist es so wichtig, weil das ist die Karma. Und das möchte ich auch erklären. Wenn das so ist, was ich auch glaube, dass unsere Seele unsterblich ist,
dann heißt das, dass wir frühere Leben, sogar mehrere Leben gehabt haben. Und diese mehreren Leben, in diesem früheren Leben, haben wir auch etwas getan. Und es gibt immer Bereiche, wo wir uns gut auskennen, wo wir vertraut sind, wo wir gut sind, wo wir Meister sind. Und dann gibt es Themen, wo wir Fehler gemacht haben und das korrigieren wir. Oder gibt es einen Bereich, wo wir uns gar nicht kennen, was wir gar nicht kennen und das müssen wir noch kennenlernen. Und genau das zeigt dieser Mondknoten an. Und da haben wir karmische Aufgaben. Da brauchen wir eine Lösung. Und diese Lösung liegt an uns selbst. Wenn ich Aufnahmen anschaue, hier bei YouTube-Kanal, wie Karma-Auflösung, dann kann ich bloß den Kopf schütteln. Wenn das wirklich so wäre, dass das Karma andere Menschen uns lösen können, da hätten wir das vor 500 Jahren schon gemacht. Warum müssten wir nochmal geboren? Das ist so viel einfacher, weil jemand das für uns macht. Wenn das wirklich funktionieren würde. Nee, die karmischen Lernaufgaben müssen wir selbst tun. Und jeder Mensch hat eine karmische Aufgabe. Also bitte euren karmischen Themen nicht übergeben zu anderen, dass sie das zum Lösen. Sie sollen ihren Karma lösen und ihr löst euren eigenen Karma. Ich kann nur beschreiben, wo die Lösung liegt oder was könnt ihr verbessern. Aber das müsst ihr selbst tun. Das macht niemand. Das funktioniert einfach nicht. Wie ich schon sagte, wenn das so wäre, dann hätten wir das schon längst gemacht. Dann müssten wir gar nicht auf die Erde sein. Warum sollten wir diese Mühe machen? Also selbst machen diese karmischen Aufgaben. Natürlich ist es hilfreich, wenn jemand sich mit Karma beschäftigt und auskennt und kann das beschreiben, wo die Themen sind. Aber lösen muss das selbst. Das kann niemand lösen. Das ist so meine Meinung. Also, astrologisch heißt, es gibt ein Tierkreiszeichen, auch ein Bereich im Horoskop, was zeigt die alte Karma an, die Essenz, das gesamte Erfahrungen. Natürlich sind das viele Talente, Fähigkeiten, Schätze und das sollen wir auch bewahren. Und dann gibt es Themen, wovon wir verabschieden sollen, verbessern sollen, natürlich. Und dann gibt es die aufsteigende Mondknoten. Und die aufsteigende Mondknoten zeigt an, das fehlt. Kennenlerne das, weil das hilft dir, vollständig zu sein. Das befreit auch. Und irgendwann befreien wir uns von dieser Karma. Daran liegt die Befreiung. Daran liegt die Lösung. Deine alten karmischen Erfahrungen liegt bei dir, bei mir auch, dann haben wir Ähnlichkeit, in der Kreiszeichen Fischen. All das, was du früher erlebt hast, das gesamte Erfahrungen, ist zugeordnet zu Tierkreiszeichen Fischen. Und das sind die Träume, die Visionen, die Glauben, das Vertrauen, das Göttlichen, auch die Intuition, die Träume, die Kreativität, verstehen die Blumensprache, das Bildhafte, diese kreative Art, diese Romantik, das ist Fischen. Und da kennst du dich aus. Das ist der Bereich, wo du vertraut bist. Und immer wenn mit deinen Gefühlen ein bisschen wackelt, weil du zweifelst oder Angst hast, dann fühle diese Fischeneigenschaften. Aber achte darauf, in welche Richtung die Gefühle gehen, weil das sind zwei Fischen. Wenn du das meistern kannst, das Vertrauen und dieses Glauben, dann schwimmst du mit dem Strom und das Wasser trägt dich. Und dann weißt du, dann bist davon überzeugt, es schwimmt alles auf dich zu. Daran liegt auch die Reichtum, die Tierkreiszeichen Fischen.
Die andere Richtung wäre, wenn man zweifelt, Angst hat, dann kommen die Wellen. Also die Ozean muss, dieses Wasserelement muss ruhig sein. Und da kennst du dich aus. Und wo liegt die Lernaufgabe? Was fehlt? Das ist die Jungfrau. Das in Ordnung zu bringen oder etwas umsetzen im Tat, in Form zu bringen, das ist Erde, das ist Materie, das ist Realität und Ordnung. Und zurück, wie ich das angefangen habe, diese Aufnahme, du bewegst dich gerade in diesem Boden. Also bring das in Ordnung. Und dieser Terebellum, dieser Viereck, was Chiron bestrahlt und dein Mond bestrahlt, wo du die Heilung brauchst, auch dieser Viereck zeigt auch an Struktur, Ordnung. Also das ist dann die aufsteigende Mondknoten im Jungfrau. Dein absteigender Mondknoten in Tierkreiszeichen Fische, die alte Karma, wird bestrahlt von Sheat. Diese Sheat befindet sich im Stammbild Pegasus. Und dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste überhaupt, ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sofort bei Poseidon beschwert. Und Poseidon schickte den Walfisch in diesem Königreich, die Königin zum Bestrafen. Dieser Walfisch dachte, na, warum muss ich das machen, was Poseidon sagt? Ich habe eigenen Kopf, treffe ich eigenen Entscheidungen. Ich nehme einfach die Königstochter und fessele ich in Felsen. Und so hat die Walfisch gemacht. Dieser Walfisch hat Andromeda gefesselt im Felsen. Das war die gefesselte Königstochter. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda. Andromeda hat auch Angst gehabt. Aber Perseus hat befreit. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich verliebt. Ja, und dann kam ein geflügelten Pferd und die beiden sind geflogen, obwohl dieser Pferd könnte auch natürlich laufen, die könnten auch reiten. Nee, das war ein geflügelten Pferd, die sind geflogen im Himmel. Das war die Befreiung Andromeda, auch Befreiung von Angst. Und da war auch sofort dieser Perseus da, die große Liebe. Und das ist dieser geflügelten Pferd Pegasus. Und diesen geflügelten Pferd, dieser Pegasus, bestrahlt dein Mondknoten. Das heißt, du hast die Mondknoten im Fischen, das ist die alte Karma. Du hast Träume, du hast Visionen, du hast Talente, du bist kreativ, du könntest das verwirklichen, aber etwas fesselt dich, dass du das nicht in Form bringen kannst. Was ist das? Natürlich die Angst. Also befreie dich von Angst und sitzt auf diesem geflügelten Pferd Pegasus und genießt die Luftelement, die Befreiung, das Atem. Also das bestrahlt dein alte Karma, diese absteigende Mondknoten. Du hast auch eine aufsteigende Mondknoten, die Neuland, was du entdeckst. Ich muss das auch entdecken, bei mir ist auch im Tierkreiszeichen eine Jungfrau. Also wir haben gemeinsame Lernaufgabe, etwas zum Ordnen, Ordnung halten, sortieren, Entscheidungen treffen, trennen Spreus von Weizen, gut überlegen und diese Ordnung zum Halten. Wir brauchen ein System. Aber auch die Materie, die Erdeelement, diese Ideen umsetzen in Realität.
Und diese Mondknoten, diese karmischen Aufgabe, diese Neuland im Jungfrau, wird abgestrahlt von einem Stern und dieser Stern heißt Markeb. Und diese Markeb befindet sich im Schiff Argo. Das ist dieses große Sternbild im Himmel, wo die Argonauten gefahren sind und haben die goldenen Felder wiedergeholt. Und das ist das Segel des Schiffes. Und diese Sternmarkeb bedeutet Reisen, Handeln und Reisen. Das kann natürlich Ausland sein, ausländische Kontakte oder ein Bereich, was exotisch ist, was du verwirklichen kannst. Aber das bedeutet auch spirituelle Reise. Von Lilith-Energie habe ich schon erzählt, diese Lilith-Energie, dieser Schnittpunkt, die Sehnsüchte und Wünsche, wo wir dazu neigen, aber sagen, ach, das kann ich nicht, das klappt sowieso nicht. Diese Lilith wird auch bestrahlt von einem Stern und dieser Stern heißt Rigel und dieser Rigel befindet sich im Sternbild Orion. Die Ägypter nennen diesen Stern als Seba en Sach und das bedeutet Fußstern übersetzt, Schritte machen. Das ist die Botschaft, also wenn das, darum geht, ein Kind zu sein im Leben, etwas spielerisch betrachten oder das Leben wie eine Bühne betrachten. Dieses fünfte Haus, das Haus des Kindes, zeigt diese, und da hast du die Sehnsüchte, dann zeigt diesem Stern Rigel, ägyptisch heißt Seba en Sach, der Fußstern, Fuß, Schritte machen, etwas in Bewegung setzen. So, jetzt habe ich mal die Planeten so beschrieben. Und jetzt kommen die Tore, die geheime Tore. Astrologisch sind 12 Lebensbereiche. Und jeder Lebensbereich hat eine Verbindung zu einer bestimmten Tierkreiszeichen. Wir haben 12 Tierkreiszeichen und wir haben 12 Lebensbereiche. Und jeder Lebensbereich öffnet sich ein geheimen Tor. Und ich habe angeschaut, welchen Stern bestrahlt dein geheimen Tor. Die erste Haus, dein Haus, die Persönlichkeit, deine Persönlichkeit, was identisch ist mit deinem Aszendent, das habe ich beschrieben, das ist Vega, diese Fee von Himmel. Die Geschichte habe ich erzählt, das ist diese chinesische Geschichte. Die zweite Haus ist die Haus, die Werte, Werte, Wertschätzung, aber auch Selbstwertgefühl. Hier gibt es auch ein geheimes Tor und hier hast du die Gefühle, die Mond, aber auch Chiron, auch gleichzeitig auch die Verletzungen liegen. Und hier wird von Terebellum bestrahlt, das habe ich auch erklärt, das ist diese Viereckfigur, also bringt die Heilung, bringt das in Ordnung. Das ist der Gefühlszustand, dass du in diesem inneren Gleichgewicht bleibst. Die dritte Haus, wo gerade Uranus bewegt, das beschreibt auch die Verwandte, die Nachbarschaft, auch deine vertraute Umgebung, handelt sich auch um Nachbarschaft. Und da hast du auch Themen. Hier bewegt sich gerade Uranus und bringt Veränderungen und Umbrüche, unerwartete Ereignisse, nähert sich zu dem tiefsten Punkt des Horoskopes im Stier. Uranus übergeht von Tierkreiszeichen wieder in Tierkreiszeichen Stier. Das passiert Mai dieses Jahres. Und dann nähert sich zu dem tiefsten Punkt des Horoskops und da kommen wieder Umbrüche und Veränderungen und da kommt ein Umzug. Also dann beginnt diese Energie zum Wirken und dann nähert sich etwas,
das dazu führt, dass du umziehst, also wohnlichen Veränderung. Entweder die Nachbarschaft ändert sich und so kommt die Veränderung in deine Wohnsituation oder kommt ein Umzug. Also das löst dann die Uranus aus. Also hier in diesem Bereich bewegt sich gerade Uranus, aber dieser Bereich, dieser Lebensbereich, ich wiederhole, das sind die Nachbarschaft, Nachbarschaft oder Verwandtschaft, hat auch ein geheimes Tor und dieses geheime Tor wird auch bestrahlt von Algenib. Algenib befindet sich auch im Sternbild Pegasus, das ist die geflügelten Pferd. Also dieser geflügelten Pferd bestrahlt diesen Bereich auch. Und dieser Stern Algenib befindet sich in diesem Sternbild, heißt übersetzt Seite, also wechsel die Seite. Und bedeutet auch Aktivität, also setzt etwas in Bewegung und ändert da etwas. Entweder ein Umzug oder soll es mit der Nachbarschaft anderes umgehen oder wechselt die Straßenseite. Und dann die nächste Haus, wo auch einen Einfluss hat, das wäre die sechste Haus. Das betrifft deine Arbeit, dein Alltag, auch die Pflichten. Und dieses geheime Tor wird auch bestrahlt von Alheka und das ist das himmlische Tor. So beschreiben das die chinesischen Astrologen. Und dieses himmlische Tor bedeutet eine Entscheidung treffen. Welche Richtung sollen wir uns bewegen? Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Da fällt mir immer ein, die Pechmarie und Goldmarie, also die Richtung bestimmen. Deszendent habe ich schon beschrieben, das ist der Seelenpartner, die Tor zu die Partnerschaft, das bestrahlt Canopus, aber das habe ich schon erwähnt. Achte Haus ist die Haus, die auch Geheimnisse. Das ist ein Skorpionhaus. Also hier geht es auch um viel Geheimnisse, aber auch Finanzen und werden erotischen Themen auch hier zugeordnet. Ich könnte das mal so beschreiben, das ist das Haus des Alchemie, die Wandlung. Die Wandlung etwas veredeln, etwas veredeln, etwas verbessern, ob das die Finanzen sind, weil wir mehr Gewinn machen, weil wir investieren oder unseren Gefühlen, dass wir Ängste, Zweifel loslassen und gehen wir in ein anderes Gefühl, die Vertrauen oder wenn das um Sexualität geht, dass wir uns nicht das einschränken oder Angst davon haben, sondern die Befreiung. Sexualität befreit uns auch, sollten wir mal auch so betrachten. Natürlich, wenn das mit Liebe passiert, das ist auch wichtig. Also das sind die ganzen Transformationen, die Sexualität, die Befreiung, dann die Gefühle transformieren, von Ängsten befreien, ist auch Befreiung. Oder die Geld transformieren, diese Prozesse, die veredeln etwas. Das sind die alchemistischen Prozesse. Die Alchemisten haben die Metallen veredelt und wollten sie Gold gewinnen. Aber das können wir in unserem Leben auch übertragen. Alles veredeln, unseren Gefühlen veredeln, die Finanzen verbessern. Und das sind diese Prozesse und das beschreibt diese geheimnisvolle achte Haus. Und diese achte Haus hat auch ein geheimes Tor, natürlich, und wird bestrahlt von Al-Yabhach. Und diese Al-Yabhach, dieser Stern, befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist die Stirn der Löwe. Und übersetzt heißt es, die Hindernisse, die Gefahren wahrnehmen und diese Hindernisse überwinden oder die Probleme aus dem Weg räumen, die Hindernisse auf dem Weg räumen und die Gefahren natürlich auch sehen und da eine Lösung zu haben. Das ist die Botschaft von dieser Al-Yabhach. Und diese Al-Yabhach ist im arabischen achte Mondhaus, fördert Liebe, gibt Stärke und schützt von Feinden. Also das ist auch die Bedeutung diesem Stern Al-Yabhach.
Neunte Haus ist die Haus, die Reisen. Natürlich ist das Reisen Ausland, aber das ist auch die innere Reise. Bedeutet natürlich auch, diesem Lebensbereich hat auch ein geheimen Tor und wird von Windermeatrix bestrahlt. Diese Windermeatrix ist die Lebensfreude. Das ist die Weinleserin und kommt in mythologischer Geschichte auch vor mit Dionysos, die Weingott. Das ist aber eine Frau, diese Windermeatrix. Das ist die Weinleserin und zeigt Fruchtbarkeit, zeigt Feste, Tanz, Musik und Fröhlichkeit. Das ist die Lebensfreude. Und so machst du die Reise, die große Reise oder die innere Reise, wenn du das beherzigst, diese Windermeatrix, die Lebensfreude zu haben. In dein höchster Punkt im Horoskop kommt kein direkter Einfluss, aber die elfte Haus, die Haus, die Freundschaften oder gleichgesinnte Menschen, Gruppen wie ein Sportverein oder Partei gehören auch dieser Bereich, aber auch die Haus, die Hoffnung, wird von Graphias bestrahlt. Und diesem Stern Graphias befindet sich im Skorpion und das ist die Kopf des Skorpions. Und Kopf bedeutet immer Gedanken zu machen, also mach Gedanken über deinen Bekanntenkreis, mach Gedanken über deinen Freunden, mach Gedanken über Vereine oder vielleicht eine Partei, wo gleichgesinnte Menschen treffen und erkenne, wer ist aufrichtig zu dir und wer ist falsch zu dir. Jetzt kommen wir zu geheimnisvolle 12. Haus, wo auch dein Sonne, auch dein Merkur, auch dein Saturn ist befindet. Wird auch diesem geheime Tor bestrahlt von Lesat. Und dieser Lesat ist ein Stern in Tierkreiszeichen Skorpion. Die ursprüngliche Name ist Al-Alasha und bedeutet eine nebelige Fleck, eine blinde Fleck, könnte ich auch sagen. Bei den Babylonier wurde diesem Stamm beschrieben als Zweifel. Das heißt, wenn du Angst hast oder zweifelst, dann befindest du dich in einer nebeligen, einer blinden Fleck. Und kannst nicht diese Tor öffnen, kannst du nicht davon befreien. Und du hast hier eine Lernaufgabe, die Sonne ins Licht zu bringen, Merkur ins Licht zu bringen, all das zu befreien. Also die Zweifel, Angst überwinden. Wenn es darum geht, dein Selbst zu leben, dann ist wichtig, dass du dich selbst von dieser Schattenseite rausholst und in die Mitte stellst. Wenn es darum geht, dass du deine Werte erkennst, auch deine Finanzen verbesserst, ich spreche jetzt über Häuser und Häuserherrscher, also das ist auch wichtig zum Betonen, aber ich möchte jetzt nicht mit Fachbegriffe beschreiben, sondern so, dass man das auch versteht. Und ich hoffe, dass ich das nicht allzu kompliziert mache. Also das heißt, nochmal, wenn du um dein Selbst geht, dass du dein Selbst stärkst, dass du dich im Mittelpunkt stellst, dass du wahrgenommen bist, dass du Anerkennung bekommst, dann erreichst du das so, dass du wirklich dich in den Mittelpunkt stellst. Also nicht weglaufen, dich nicht verstecken und dulde auch nicht, dass du übersehen wirst, sondern zeigst dich selbstbewusst, stell dich in die Mitte, im Glanz. Wenn das um Werten geht und Selbstwertgefühl oder Finanzen, weil das hängt alles zusammen, kannst du verbessern, wenn du wieder dich ins Licht bringst oder deine Talente oder deine Fähigkeiten, dass du dich nicht versteckst. Wenn du Stabilität brauchst im Leben, dann lebe deine Kreativität und lebe deine Berufung. Wenn du deine Lebensfreude findest, dann such die Kontakte, die Gespräche oder drück dich aus. Entweder ein direktes Gespräch oder deine Ideen in ein Buch ausdrücken. So findest du deine Lebensfreude, wenn du das
in die Sprache bringst. Wo liegt deine Arbeit, wieder die Sprache, wieder die Kommunikation oder ein Buch zu veröffentlichen? Also bringst es ins Licht. Wo findest du die Liebe oder was stärkt dich im Liebe, wenn mit dieser Beziehung diese Werte erkennst, die Werte dein Partner oder dein Partner erkennt deinen Werten, wenn die Wertschätzung da ist, dann liebst auch, dann lebst du auch die Liebe. Wo befindest du die Wandlung, wenn du dein Selbst von der Schattenseite rausholst und stellst du in die Mitte? Die Sonne gehört in die Mitte, weil das ist die Mitte unserem Sonnensystem. Kannst nicht verstecken. Die Reise, was bringt dir eine Reise, wenn du vorhast, eine Reise zu machen, dass du dich beliebt machst, dass du Kontakte pflegen kannst? Und was gibt dir Kraft? Es gibt dir Kraft, wenn du deine Berufung lebst. Das gibt dir Kraft. Und die Freundschaften, das habe ich gesagt, bei Freundschaften darauf achten, dass du da wählerisch bist und nicht jedem vertraust. Jetzt kommt ein ganz, ganz interessanter Bereich im Horoskop. Das habe ich nie wirklich betont, aber das ist wieder ein Thema, wo ich jetzt in die letzte Zeit vertieft habe und ich betone das mal. Es gibt im Horoskop viele Geheimnisse eigentlich und dazu gehört ein geheimer Aszendent. Es ist nicht der Aszendent, wo wir erkennen hier Aszendent Steinbock. Das ist die Tierkreiszeichen, wo die Osthorizont aufgeht, in dem Moment, wo du geboren bist, sondern es gibt einen versteckten Aszendent. Und das zeigt die Persönlichkeit, was von Tiefen rauskommt, was in uns, in unserem Seele schlummert. Ich könnte sagen, die Aszendent der Seele, was im Verborgenen liegt. Und dieser Aszendent, dieser Punkt heißt Vertex, so heißt es. Und ich habe das bei dir ausgerechnet, welche versteckte Aszendent hast. Das ist nicht der Aszendent von deinem Körper, also dein Geburt, sondern die Aszendent deiner Seele. Das ist im Löwe. Du hast diese versteckte Aszendent, diese Vertex im Löwe und steht in diesem Aszendent der Seele oder versteckte Aszendent, die Uranus. Also Löwe-Aszendent mit Uranus. Das ist die Aszendent deiner Seele, das ist das versteckte Persönlichkeit, das Unbewusste. Und wenn du diese Löwe-Eigenschaften lebst und die Uranus-Einfluss bringt diese Veränderung in dein Leben, dann lebst deine Persönlichkeit und kommt vieles, vieles raus von deiner Seele. Du befreist einiges. Dann kommt die Transite, heißt es, die Planeten bewegen sie sich, heißt auch beweglichen Sternen und lösen immer etwas aus. Jetzt die schnellen Planeten wie Merkur oder Venus, das brauche ich nicht erwähnen, weil das bewirkt etwas im Alltag. Das ist interessant bei Monatshoroskopen, was im Monat so kommt, aber jetzt nicht in eine solche Analyse. Das sind eher die langsameren Planeten, die schicksalshafte Veränderungen hervorrufen in unserem Leben. Da ist ganz, ganz wichtig die Saturn-Einfluss. Da kommt im Uranus auch. Uranus bringt auch immer Umbrüche und Veränderungen. Uranus bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich stehst du in Uranus-Einfluss. Deine Sonne ist Saturn bewegt sich. Saturn bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock und du stehst gerade in Saturn-Einfluss und das spürst du hautnah, weil du bist im Tierkreiszeichen Steinbock geboren und dein Aszendent ist auch Steinbock und hier bewegt sich gerade Saturn. Momentan noch im 12. Haus, aber es nähert sich zu deinem Aszendent. Das heißt, deine Persönlichkeit ändert sich, vielleicht auch dein Aussehen ändert sich. Abnehmen
oder zunehmen oder andere Farbe oder andere Mode, das wirkt auch auf die Aussehen, also nicht nur die Charakterzüge. Also Saturn wirkt dir am 5. April 2018 erreicht Saturn dein Geburts-Saturn. Das heißt Saturn-Wiederkehr. Das kann auch wirklich wie eine neue Phase beginnen, wirklich wie eine Neugeburt, also 5. April 2018. Ein paar Monate später, am 21. Dezember 2018, erreicht Saturn deine Sonne, also wirklich auf dein Selbst ändert sich etwas in dein Leben, entweder deine Einstellung oder dein Aussehen oder beginnt bei dir eine neue Phase oder die Lebensumstände ändern sie sich, also das wird 21. Dezember 2018 sein. Dann 24. Januar 2019 erreicht Saturn die Aszendent und das wirkt auch wieder deinen persönlichen Bereich und auch wenn Saturn verlässt die Steinbock und übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann, stehst immer noch im Saturn-Einfluss, weil Wassermann befindet sich auch in dein erstes Haus und es wirkt auf deine Persönlichkeit. In den kommenden Jahren hast du in deinen persönlichen Lebensbereichen, in den kommenden 3-4 Jahren, im Saturn-Einfluss. Uranus bringt Veränderungen, unerwartete Ereignisse, befindet sich im dritten Haus, das sind die Verwandtschaft, Nachbarschaft, löst vielleicht, wenn das zu tiefster Punkt des Horoskop nähert und übergeht im vierten Haus, im Stier, dann löst etwas auch im wohnlichen Bereich. Das kann auch ein Umzug sein. Am 8. November 2018 erreicht Jupiter dein Venus, also löst etwas aus in Weiblichkeit, wirkt natürlich auf die Beziehung, kann auch bei deiner Selbstständigkeit etwas auslösen und da entsteht dieser Quadrat. Aber ich habe erklärt, wie du das löst zwischen Venus und Mond. Die sind beide weiblichen Energie, wie diese Spannung lösen kannst. Und wenn dir bewusst ist, dass auch Venus im Grenzbereich ist und Mond auch im Grenzbereich ist und du hast die Möglichkeit von einem Tierkreiszeichen auf anderen übergehen, weil du mit beiden Tierkreiszeichen vertraut bist, dann kannst du die Elemente, das alles in Harmonie bringen. Pluto ist der Planet des Loslassen von etwas trennen, damit ihm Kraft bleiben kann. Die konzentrierte Kraft, auch die Transformation gehört auch zu diesem Pluto-Energie. Alles oder nichts, also wirklich auf eins konzentrieren und das befestigen und alles andere trennen, verabschieden. Das befindet sich auch in deinem persönlichen Bereich zurzeit, im ersten Haus, also auch im Tierkreiszeichen Steinbock bewegt sich auch der Planet Pluto, alles oder nichts. Das ist die Prinzip Plutos. Die Mondknoten bewegt sich gerade, die laufenden Mondknoten, also nicht die Mondknoten in deinem Geburtshoroskop, sondern die beweglichen Mondknoten, wo auch karmischen Themen auslöst, bewegt sich gerade Wassermann und Löwe, die absteigende Mondknoten, alte Karma im Wassermann, die aufsteigende Mondknoten, das neue Lernaufgabe oder neue Bereich, etwas erobern, was ganz neu ist, bewegt sich zurzeit im Löwe. Also das löst etwas Karmisches aus bei dir im ersten Haus, die Persönlichkeit, das ist die alte Karma, vieles kommt von alten Karma, in Erinnerung und das erlebst hautnah auch deinen persönlichen Bereich oder bist mehr bewusst mit deinen Talenten, Fähigkeiten. Das ist die alte Karma. Und die neue karmische Lernaufgabe ist im Löwe gerade, das ist im Partnerschaftshaus.
Das bedeutet, du hast Partner, ändert sich etwas in Partnerschaft. Du hast auch geschrieben, ihr habt vor, heiraten. Dann kann auch bedeuten, dass wirklich diese Neuigkeiten kommen und ihr geht in eine Ehe ein. Also das sind die Bewegungen. Jetzt mal etwas zur Vergangenheit. Du hast geschrieben, wann du deinen Partner kennengelernt hast und du lebst auch eine glückliche Partnerschaft. Du standst im, ich habe nachgeschaut, was hat das ausgelöst. Erstes Mal die Saturn-Wirkung. Saturn war in diesem Zeitpunkt im Waage und das ist Thema Partnerschaft. Und die aufsteigende Mondknoten, wieder diese karmischen Knoten, ist über dein Venus gelaufen. Das heißt, eine karmische Begegnung hat dein Venus aktiviert in diesem. Ich kann das nicht auf dem Tag genau sagen, aber die Jahrgang habe ich geschaut. Also das heißt, genau in diesem Bereich war die Mondknotenbewegung, wo dein Liebesplanet Venus ist. So, liebe Sophia, ich habe jetzt meine Notizen gemacht, ich habe das noch nachgeschaut, was noch wichtig war, was aber noch erwähnen möchte, das ist nicht astrologisch, aber ich habe Anfang gesagt, das kommt ein Geschenk und das sind die drei Schutzengel und das haben wir in körperlicher Ebene, die seelische Ebene und auch in die spirituelle Ebene. Und das muss berechnen. Das sind Berechnungen, hängt auch mit Geburtsdatum zusammen. Und ich habe das alles berechnet. Das geht in die Kabbala zurück. Also in deinen körperlichen Ebenen hast du einen Schutzengel, was du in deiner Geburt bekommen hast. Und dieser Schutzengel begleitet dich bis zum Lebensende. Und dieser Schutzengel heißt Nemamiach. Und dieser Engel Nemamiach ist die Erfindungsgabe, die Talente und diese Talente in Tat umsetzen. Das ist die Wandlung und die Strategie, die unterstützt die Strategie, die Probleme erkennen im Leben und das meistern im Leben und die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist dein Schutzengel in deinem Lebensweg, was die körperliche Ebene, die materielle Ebene betrifft. Jetzt kommen wir in Gefühlsebene, hast auch einen Schutzengel und dieser Schutzengel heißt Manakel und das ist die Schutzengel für, im, unterstützt uns bei Reisen, besonders wenn das über Wasser geht und das ist die Kräfte des Mondes und kann erkennen Gut und Böse. Das heißt, dieser Engel Manakel ist ein Schutzengel und hat einen engen Bezug zum Mond. Das ist die Mondenergie, die Mondkraft. Dann hast du einen Engel in deinem spirituellen Bereich. Und dieser Engel heißt Ha'a'iach. Und das ist die Engel, die Harmonie und die Gerechtigkeit hilft bei Prozesse, sucht die Wahrheit. Und das ist die göttliche Ordnung, also die Vertrauen an die göttliche Ordnung, Ursache und Wirkung zum Beispiel. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit, das ist dein Schutzengel im spirituellen Bereich. Ich habe auch dein Jahreshoroskop noch, das bedeutet von einem Geburtstag zu dem nächsten Geburtstag, ganz genau ist es nicht, also korrekt muss ich das mal so ausdrücken, wenn die Sonne die Punkt erreicht, genau, haargenau die Punkt, wie das in dein Geburtsmoment war, dann beginnt in diesem Sekunde dein neues Lebensjahr. Und das stimmt bei dir jetzt, weil du bist Januar geboren, das stimmt jetzt im 2018 für dich, dass das dein Lebensjahr ist, dein Lebensjahr und die Thema ist dein Lebensjahr, die Wassermann,
das ist das Thema, deine Ideen zu verwirklichen, dann dieses Gefühl zu haben, die Leichtigkeit, dass du einzigartig bist, dass du außergewöhnlich bist, dass du viel von vielen Sachen befreist, dass du Luft hast zum Atmen. Das ist die Luftelement, also das ist das große Thema. Du bringst viel in Harmonie, auch dein Selbst, bist viel selbstbewusster als der anderen auftreten. Du lebst dein, wirklich bringst dich ins Licht, kann man so sagen, bringst du dich im Licht. Wirst du viele Bekanntschaften verabschieden, aber kommen auch neue Bekanntschaften. Das heißt, du bringst das in Ordnung und hast auch karmischen Themen, weil das ist die Aszendent Wassermann und da bewegt sich die absteigende Mondknoten, die alte Karma. Im Deszendent ist Löwe und da bewegt sich die aufsteigende Mondknoten, die neue Karma. Also hast karmischen Themen, aber in vollkommenen Harmonie. Du kommst in Partnerschaft, in Harmonie, das kommt im Fluss. Du lebst dein Selbst, du hast beruflichen Erfolg, du wirst von einigen Menschen verabschieden, du wirst deine Zweifel, Ängste überwinden und befreist von einigen Sachen, so dass du in diese Freiheit kommst, diese Befreiung von vieles und fangst an endlich zum Aufatmen und dein Mond, deinen Gefühlen, das gefällt mir ganz gut, steht im Haus des Kindes. Und das bedeutet, das innere Kind zu leben, dieses Spielerische, das kommt im Fluss, weil das befindet sich auch im Wasserelement, dann in diesem Lebensjahr. Und so lebst dein inneres, also kümmerst um dein inneres Kind, du fühlst dich befreit. Aber dieses fünfte Haus, auch die schöpferische Kraft im Krebs, also das das wird etwas geboren durch deine schöpferische Kraft, durch deine Energie und das ist schon deine Selbstständigkeit und das führt auch zum Erfolg, weil das bringst du ins Licht und das ist die Bewegung, dieser Erfolg und nicht nur im beruflich, dass du die Berufung lebst, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft und vor allem dein Selbst, sehe ich da diese Stärke. Du stehst zu dein Selbst. Nun, liebe Sophia, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.